Und damit willkommen zu einem weiteren Mario Kart Wii CTGPR Part. Ich habe gerade das Spiel gestartet und sehe gerade ein neues Kart, Monstruck. Aber es ist doch sowieso eigentlich ein Kart, was wir schon haben, oder ist es nochmal extra spezieller und extra von Custom Tricks zu erstellt? Ich denke mal ja weniger, aber dennoch, let's go. Mit dabei ist der Retro. Hallöchen. Ja, und wir wollen... Was? Ich bin dabei. Ja. Wir wollen weitere Online-Strecken fahren. Und zwar jetzt... Hallo? Okay. Und zwar... dieses Mal die noch weitere zwei Parts. Die letzten zwei Parts des Let's Plays. Gut, let's go. So, da sind wir nun. Und dann wollen wir mal weitere schöne Online-Strecken hier bei den Custom Tracks fahren. Wir sind eine relativ volle Runde. Voraussichtlich 9 Mann. Und damit lässt sich das ja hier ganz gut fahren. Genau. Achso, die Strecke, die wird quasi komplett... Achso, nee, jetzt darf man theoretisch wählen, aber ich wähle zufällig. Ja, ich wähle auch zufällig. Mal sehen, was da dran kommt. Broken Pier vom Game Boy Advance. Und du hast Rock Ridge. Aha. Ja, mal gucken, ob die Strecken dann dementsprechend drankommen. Ich finde eigentlich zufällig auch an sich sehr, sehr schön, weil es gibt halt so viele, mega viele Strecken. Und... das wird dann nicht langweilig. Und wir spielen Mario Circuit vom Nintendo DS. Ja. Eine bekannte Strecke. Eine sehr bekannte Strecke. Von meinem Lieblings-Mario Kart. Ja, und ja. Du kannst jetzt ja auch mal online die Strecken genießen. Retro kennt ja nur einen kleinen Teil der Strecken, immer da, wo er mal da war. Oder halt die ersten Cups kennt er. Also sonst weiter nix. Richtig. Und entsprechend mischt ihr auch gerade noch ganz hinten mit. Oh, ich bin noch weiter hinter dir. Aber ich habe erstmal einen Grüli. Oh! Oh, schöne Strecke. Die Grüppe hier ist ja noch mal ein bisschen härter. Komm, fahr. Der Bowser hat mich hier weggedrängt. Kein Item. Hm. Ja, ich habe einen Goldblitz. Wow. Nein, da kommt jetzt ein Panzer. Kann ich den abwehren? Ja, irgendwie schon. Nein, scheiß Grüli. Dann fahren. Ja, und dann geht's halt noch mal ein bisschen mehr ab als nicht online, also offline. Sonst war es immer ganz einfach mit den Computergegnern und jetzt haben wir ja schon in den letzten 4 Parts gemerkt. Dazu sei aber gesagt, was in den letzten 2 Parts passiert ist, weiß ich nicht, denn die nehme ich ja später auf. Also ich habe das jetzt ja mal ein bisschen zusammengewürfelt, weil ich wollte unbedingt mit Retro, dass die letzten 2 Parts sind. Und ja, dann kann ich mal hier mit einem Stern abkürzen. Bist du das mit dem Kuhwilli da? Ja, das bin ich. Hallo. Hallo. Haben wir 3 Pilze. Ja, die ersten 2 Parts, also mit dem Kiro, da waren ja, die Strecken waren ja nicht schlecht. Da wurden wir auch ab und zu mal so Dritter, glaube ich, oder so. Mal sehen, wie es hier nun läuft. Ich bin ja eben schon eine Runde gefahren ohne Retro, weil er erstmal nachspringen musste. Und da lief es... eben auch ganz gut. Ich bin 5. geworden, habe ein paar Punkte gemacht. Komm hier wieder raus aus dem Sand. Also ist das Schöne an Cooper, dass ich auch mal ins Ausfahren kann, ruhig. Ohne irgendwelche Verluste. Ja. Einen einzigen Pilz, der jetzt auch wieder weg ist. Das ist meiner, der Pilz. Ah, okay. Ja. Da fährt jemand einen Stern lang. Ja, ganz viele Funky Kongs hier wieder auf der Strecke. Aber gut, ist sehr beliebt. Kein ja. Ja, ich stoße hier mit Bowser Jr. die ganze Zeit zusammen. Hier mal ein paar Rote losschicken. Und dann noch eine Rote. Und ich brauche jetzt unbedingt noch ein Item. Danke sehr. Ja, paar Pilze. Die kann kein ich... kein Item mehr bekommen. Leider. Schade. Nein. Nicht so eine große Kurve machen. Ja, 4. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin wirklich sehr zufrieden hiermit. Ich bin 7. leider geworden. Nein. Ja, gut. Aber wahrscheinlich kriegst du trotzdem Pluspunkte. Mal gucken. Nee. Ja, 35. Ah, stimmt, wir waren ja nur 8. Stimmt. Aber da merkt man nochmal den Unterschied zwischen Mario Kart 8 und Mario Kart Wii. Wie von den Punkten her. Ja. Wie viel man da verlieren kann, aber auch gewinnen kann. Ich muss sagen, sowas auch nicht schlecht. Ist beides gut. So, nächste Runde, nächstes Glück hier. Ja, mal gucken. Ich muss mich ein bisschen wieder an die Wii-Steuerung nebenbei auch gewöhnen. Ich bin ja schon mal, vor kurzer Zeit habe ich ja das mit Dennis getestet gehabt, hat er auch erwähnt gehabt. Aber
ich kam jetzt in der ganzen Zeit nie richtig in die Steuerung mehr richtig rein. Jetzt ist er noch 6 Fahrer. Ja, und ich habe ja jetzt hier einerseits 54 Parts Erfahrung gesammelt. Im Mario Kart Wii CDGPR Let's Play und dann nochmal vorher 18 Parts im normalen Mario Kart Wii Let's Play. Ja. Aber ich weiß noch, wie ich mich am Anfang gefühlt habe von Mario Kart Wii. Und wir fahren eine Pyramidenstrecke. Ja, und die habe ich glaube auch noch etwas Erinnerungen. Ja, ich nicht. Ja, du nicht. Ja doch, die kenne ich noch. Die kenne ich noch. Ich glaube, da habe ich zugeguckt gehabt. Das kann natürlich sein. Aber da habe ich sie, glaube ich, nicht erkannt gehabt, die Strecke. Weil Pixel Party. Ja. Da sind wir hier in der Pyramide drin. Achtung, der Funky Kong da, der kann einen ordentlich umhauen. So, hier mal einen Pilz einsetzen und ich kann den dritten Platz vielleicht mal halten. Das wäre ganz gut. Erstmal hier hochfahren. Das sieht nicht gut aus, das sieht besser aus. Oh, ich bin mal kurz Erster. Mal sehen, wie lange. Komm, Erster mal halten. Also bisher... Ich bin Zweiter. Wow. Also ich bin bisher noch nicht Erster geworden. Es sei denn, es ist irgendwie in den letzten 2 Parts passiert. Das kann natürlich auch sein. Aber Stand jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, war ich noch kein einziges Mal Erster. Bei dir geht's ab, oder wie? Ja, ich hab grad weiter die Kurve nicht bekommen. Da ist eine Fakebox. Aufpassen. Anderes Problem. Ja, geht mir genauso. Ich wurde geblitzdings und donnert. Und gefallen. Ah, ich bin ja auch gefallen. Also das ist keine Beschleunigungsstreifen, da kann man springen. Ah, verstehe. Aber immer noch Zweiter. Das ist nicht schlecht. Ich bin Dritter jetzt. Ah. Bei 6 Mann ist es sowieso nicht schlecht, so Zweiter zu sein. Da war eine Rote hinter mir, aber die ist irgendwie wieder weg. Soll mir recht sein? Wo ist denn der Erstplatzierte? Der ist ein bisschen weiter entfernt. Okay, verstehe. Rot ist irgendwo abgeprallt hinter mir. Sehr schön. Hinter mir für Bowser. Und dann, zack. Immer schön gute Stunts. Jetzt mal bitte in der Luft sein. Sehr schön. Ja. Richtig Moment in der Luft gewesen. Und der vor mir wurde getroffen. Und ich habe hier 3 Rote für ihn. Beziehungsweise erstmal eine und dann, falls ich überholt werde, habe ich immer noch 2 Rote. Das ist sehr, sehr gut. Aha, Bowser will mich überholen. Da fährt eine blaue Anlage. So, da, zack. Und der wurde komplett zerstört. Sehr schön. Ich liebe es, wenn Menschen komplett zerstört werden. Oh nö. Was soll das denn? Jetzt ist da Funky Kong wieder. Was soll denn das? Hinter mir ein Blitz. Nicht für mich. Ich wurde geblitzdings von der Wolke. Ah, du warst derjenige mit der Wolke. Verstehe. Ja. Jetzt bin ich 6. entsprechend. Ah, ich kann mich noch auf den 2. Platz halten. Allerdings war ich ja auch kurz wieder Erster. Aber es ist halt wirklich schwierig. Ich würde sogar sagen, schwieriger als in Mario Kart 8. Weil hier geht es halt nochmal ordentlich mehr ab. Weil die Items auch gefühlt ein bisschen krasser sind. So eine Bombe nach vorne schmeißen. Ich habe leider keinen getroffen. Schade. Da ist ein grüner Panzer auf der Strecke. Das war sehr, sehr knapp gerade. Mit Abstand als Letzter. Ich bin momentan nur 4. Das gefällt mir nicht. Ich habe noch einen Stahlpanzer. Trifft er ihn noch rechtzeitig? Ja. Noch wenigstens 3. Immerhin. Letzter. Oh. Ja, gut. Plus 13 Punkte. Minus 50. Ui, ja. Du hast jetzt unter 5000, also unter der Grenze, wo man startet. Ja. Gut, du hast halt auch gleich hier in Online reingeschmissen, so hier, ach, du hast keine Erfahrung mehr. Pff, egal. Ja. Ist halt so. Ja. Aber komm. Ist ja, hier geht's sowieso nicht um die Punkte, finde ich. Nein! Steinpilz, das muss ich mir merken. Der Steinpilz muss ich mir merken. Da will ich unbedingt eine Strecke haben. Da willst du eine Strecke draus haben? Ja, aus dem Steinpilz. Aber GBA Käseland ist auch cool. Ja, ist auch cool, aber eine Strecke drüber war meine absolute Lieblingsstrecke überhaupt. Aha.
Volcanic Skyway 4. Aha, ja, was ist das denn jetzt schon wieder? Muss man selber erstmal gucken. Erstmal luxen. Lucky machen. Richtig, Lucky. Ah, das ist solche Strecke. Ah. Solche Strecke? Ja, die sagt mir, glaube ich, irgendwas. Oder? Bin mir gerade auch von der Kartenaufbau nicht ganz so sicher. Man muss halt bedenken, die meisten Strecken bin ich auch nur einmal gefahren. Ja, das stimmt. Da geht's. Oh, wen oder was habe ich getroffen? Ich bin letzter. Ah, dann ging's hier. Ja. Da dachte ich immer, da ja, geht's geradeaus. Da hinten alte Felder sind, ne? Ja. Und hier die Kurve, die ist bescheuert. Aber im letzten Jahr habe ich die nicht ein einziges Mal bekommen, die Kurve. Jetzt habe ich sie mal bekommen. Na, mein. Das war, glaube ich, auch eine Strecke aus den hinteren Cups. Oder kommt mir das überhaupt nur so vor? Ich weiß es nicht. Wow. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hier lang fahre, so ungefähr. Ah, ich weiß, welche Strecke das war. Das war eine Strecke, wo ich hier ordentlich Probleme hatte, weil ich irgendein Kart oder Bike hatte, was mit einem schweren Charakter. Da hatte ich ordentlich Probleme. Da bin ich andauernd runtergefallen, glaube ich. Aber jetzt weiß ich, mit einem Schaft auf dem Bike geht das eigentlich. Ich hab ne Banane! Funky Kong kommt und wird dich gleich überholen. Hat er schon. Schnell der einfach ist. Ah gut, Funky ist halt auch wirklich hier Market wie nicht gerade so schlecht. Ja moin, manche fahren unten lang, ich fahre jetzt so oben lang. Warum bin ich jetzt so oben lang gefahren und hier unten? Weiß ich auch nicht. Upsala, das war. Oh gut, da das war zum Abwehr. Ich habe gerade einfach abgeschmissen, ohne zu überlegen. Wiggler! Oh, ich habe einen schönen Maxi-Pilz. Mal sehen, wie lange noch. Ja gut, ich setze den mal ein. Nein, die Kurve. Ja, ich habe sie bekommen. Huiuiuiuiuiui. Los geht's. Deine Grünen haben mich komplett verwirrt. Ich bin dadurch runtergefallen. Mann! Dass du die nicht mal loswerden kannst. Oh, Funky! Hier hat man wieder das Problem als... Was hast du bekommen? Den Boost! Ja, Markert, wie war ja noch einfach. Ich habe ihn früher nie hinbekommen. Komm mal. Ja, ich wurde runtergeschubst von Funky. Der war einfach zu fett. Ja, ich bin letzter. Oh, du bist hinter mir? Wann habe ich dich überholt? Als ich runtergefallen bin. Ah, ich bin da auch runtergefallen. Ja, ich bin irgendwann anders runtergefallen. Gleich zweimal hintereinander. Ah, nice. Ja, nice. Ja, ein Goldpilz, damit kann man auch ein bisschen schon mal was anfangen. Zack. Da liegt ein Pilz. Oh, ja. Komm, fahr. Ich bin zweiter. Komm, fahr. Ja, schön in der Luft sein, während des Powerblocks. Das finde ich ganz gut. Dann muss ich da hinten jetzt die Kurve gut kriegen. Schön außen lang fahren und dann easy die Kurve hier nehmen. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So macht man das. Eine Bombe für die hinter mir. Ich glaube, ich habe keinen getroffen. Weiß ich jetzt nicht. Doch, irgendwen habe ich getroffen. Oh. Und ein Funky Kong. Mich nicht. Oh Mann, ey. Solche Boosts bin ich runtergefallen. Auf den Wolkenstreckenabständen siehst du auch wirklich nichts, ne? Das stimmt. Oh, ich bin beinahe auch runtergefallen, aber ich habe noch so ein bisschen die Kurve bekommen. Und stell dir das mal wirklich vor mit einem schweren Charakter und einem scheiß Bike oder Kart. Da wenn oben. Wenn du einmal kurz an der Waldstelle einmal kurz wegen einer Bodenwelle abhebst und ich eigentlich weitletzter bin. Ich war noch mit einem Singleplayer, glaube ich, letzter bei der Strecke. Weil ich halt so häufig runtergefallen bin und das hat so abgefuckt. Ich glaube, es war die Strecke. Ich bin mir da relativ sicher. Okay. So, ab ins Ziel mit mir. Ab ins Ziel, bevor hier noch irgendwas passiert. Boah, die rote zum Beispiel, aber wunderbar. Oh, du bist der Yoshi da ganz hinten, oder wie? Ja. Oh. Genau der bin ich. Oh. Ja, nun. Wenn du dann wieder an der falschen Stelle wieder irgendwas Falsches passiert. Naja, was willst du tun? Ja, kannst nichts machen, kannst nur gucken, doof. Ja, voraussichtlich 7 Spieler. Ja, mein.
Ja, und dann weiß ich jetzt, was ich für eine Strecke auswähle. Kein Zufall, sondern eine ganz bestimmte, die ich unbedingt fahren will im Online-Modus. Weil ich die gerade gesehen habe. Ich habe auch in den letzten zwei Parts dann nicht neidert, also die zwei Parts mit Kyo, dass es die ja hier gibt. Es gibt generell so viele Strecken hier, man hat die halt einfach nicht alle im Kopf. Ja. Bitte warte. Freut mich. Das ist halt so der Vorteil an so, gut, Mario Kart 8 Deluxe selbst, ne, wo du dann hier 48 Strecken drin hast. Selbst da Ja, ist es dann trotzdem aber noch. da ist es wirklich schon so, dass es so langsam. Ja. Gut, man kennt ja jetzt mittlerweile die Strecken, weil man halt Ja. einfach Man will mal wieder dann. was Neues sehen, sagen wir es mal Ja. so. Gut. Was Mal nimmt der Retro? Drive Der. by Desert. Ah. Dann siehst du auch, was ich nehme. Ja, Marius, Wrack. Galeonwrack. Galeonenwrack, so genau so hieß es ja auf Deutsch. Meine Lieblingsstrecke überhaupt. Ich finde die so nice. Ja, einer will hier noch auswählen. Schafft das auch noch irgendwann? Wunderbar. Ja. Aber dass meine Strecke drankommt, ist sehr unwahrscheinlich. Oh, Aber du hast ja! angeklickt. Ja! Nice! Geil! Mario Kart Wii, ich liebe dich. Das war jetzt meine Liebeserklärung. Ah, schön! Hab gerade so noch gedacht, ja, sie Und er startet drankommt. erstmal eine Runde durch. Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Zumal hier kann man ja jetzt auch ins Wasser fahren und ist das schön. Ist das schön. Wie, was hältst du eigentlich von der Strecke hier? Und fahren Sie damit mal ganz lustig zu fahren. Ich habe generell den Sterncup aus Mario Kart 7 geliebt. Mit Shy Guys Bazaar, Hirnraserei. Dann die vierte Strecke fällt mir gerade nicht ein, was das war. Was war das denn? Ja, es gibt ein paar kleine Mankos hier, aber trotzdem ist die Strecke so nice hier. Ah, Funky. Das ist Lecker, das. Alte. Itemlose Runde ist es heute. Ja, ich habe auch kein Item bekommen, weil Funky mich weggehauen hat. Normalerweise würde man hier gleiten. Richtig, gut, geht ja hier nicht. Aber man kann ja trotzdem unten Alles langfahren. ist möglich, man muss nur wissen, wie. Danke für deinen Windschatten. Ja, ich habe auch deinen ausgenutzt. Ah, okay. Also helfen wir uns hier gegenseitig mal wieder. Achtung, ich habe eine Bombe. Was? Ich habe eine Bombe. Hab ich auch. Sehr schön. Hab Ich habe. jemanden getroffen? Cool. Ich habe, glaube ich, keinen getroffen. Und wie die Knochen trocken hier auch lang schwimmen, das finde ich auch super. Also drei Fishbones. Ja. Hater würden sagen, Gewitter. Oh, nice, Also wir. der zweite war gerade irgendwo in der Luft. Nein, ich habe den Sprung nicht bekommen, weil ich klein war. Ich habe den Sprung nicht bekommen. Ah, gut, die Stelle mit der Röhre hätte man vielleicht so lösen können, dass man daraus einen Pilz macht in Röhrenform. Fällt mir gerade so ein. Oh, das war fies. Hier für euch. Oh, Coronao 19, ja moin. Jetzt bin ich mal hier letzter. Auf meiner Lieblingsstrecke noch dazu. Weil so viel Betrug mal wieder passiert, aber ach, es ist herrlich. Ja, herrlich. Ist So eine übrigens haben wir gar auch. nicht bekommen. Schon wieder kein Item. Ist übrigens auch die letzte Strecke in diesem Part. Im nächsten Part geht es allerdings dann auch mit Retro direkt dann weiter. Und das ist dann der letzte Part, aber nicht das Ende generell von Mario Kart wie CDGPR. Ich habe es ja schon, glaube ich, mal erwähnt, was ich danach geplant habe, aber ich werde dann im nächsten Part nochmal genauer drauf eingehen. So. Dann zack, hier rüber. Kein Item, das muss so sein, anscheinend. Ja, ich denke mal, was Besseres werde ich jetzt hier nicht mehr werden. Doch, doch, jetzt bin ich doch noch irgendwie Fünfter geworden. Da bist du. Das kriege ich. Einen Stern. Vielleicht kriege ich den Retro noch. Ja, da Der hat kriegst einen du den. Staripanzer hinten dran. Schmeiß den doch los, damit irgendwer anders noch getroffen wird.
Schade. Schade. Fünfter Platz. Der Part ist an dieser Stelle vorbei. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank auch, Reto, dass du dabei warst. Ja, gerne. Bye, bye. Ciao.